Rufus, endlich! Wir hatten schon gar nicht mehr mit ihm gerechnet. Wieso? Wie lange war ich denn weg? Über eine halbe Stunde. Nur, in der Zwischenzeit sind mittlerweile Jahre vergangen. Dafür haben Sie sich aber gut gehalten. Nicht einmal die Klamotten haben Sie gewechselt. Ich selbst war nicht lange dort. Ich steckte noch in einer anderen Zeit fest. Aber Grohl, McChronicle und Drüsenunfall? Ich fürchte ja. Aber wir sind doch Zeitreisende, richtig? Wir können zu einem früheren Zustand der Zwischenzeit zurückkehren, oder? Oh, oh. Oh, ich muss niesen. Sekunde. Ja, Sasa, Entschuldigung. Und, vielen Dank. Okay, kann ich jetzt rausgehen? Nee, ne? Es gibt nur die Studenten, es gibt nur das Portal und wir können die Nupsis hier vielleicht jetzt verändern. Denk nach, wie komme ich in die richtige Zwischenzeit zurück? Es muss einen Weg geben. Gab es dort noch mehr Portale? In Reichweite? Eigentlich nur das kleine da. Aber das ist zu schmal. Und wenn ich ihn durchgreife, sehe ich nur die Szene von vorhin, wo Drüsbert durch das Loch gefallen ist. Na, da haben wir es doch. Die Löcher sind offenbar nur eine halbe Stunde Realzeit auseinander. Wenn Sie sich beeilen, könnten Sie von der anderen Seite aus durch das kleine Portal nach vorhin gelangen und sich selbst durch das große in die Zwischenzeit folgen. Kann mir irgendwer dieses Nerdgefasel übersetzen? Ach, so ist das. Da gibt's nur noch ein Problem. Das Portal ist zu klein. Ich komme nicht durch. Und ich glaube, ich weiß mittlerweile auch warum. Die Tachyon-Ventile sind nicht weit genug aufgedreht. Hier, nehmen Sie meinen Tachyon-Ventilschlüssel. Ah. Dein was? Damit sollte es gehen. Na gut. Tja, dann tschüss. Wünscht mir Glück. Wir sehen uns vorhin. Sich. Mit jeder Sekunde, die Sie außerhalb der Zwischenzeit verbringen, ist vorhin auch wieder Zeit vergangen. Okay, ich beeile mich. Wir sehen uns vorhin, Freunde, und einmal wieder durchs Portal. Huch! Ach, das ist einfach geil. Also, Entschuldigung, es ist einfach ein Spaß. So, hier. Was? Ribbidi-Bits. Uah. Oh, oh. Was glotzt ihr denn so? Herr Rufus? Aber Sie sind doch gerade erst durch das Portal gesprungen. Ja, und? Ist doch logisch. Sag mal, passt ihr nicht auf? Aha, ich sehe Potenzial. Okay, Gott sei Dank, die Löcher sind noch da. Die müssen wir jetzt nur wieder öffnen. Durch die Tür kommen wir sowieso nicht mehr. Passt ihr auch gut auf? Ist das etwa noch Teil des Unterrichts? Das ganze Leben ist Teil des Unterrichts. Okay, jetzt ist die Frage natürlich nur, welche Portale müssen wir, also nicht welche Portale, sondern welche Nupsis müssen wir drehen? Achso, da hat er nicht eine Pumpe. So, nochmal durchs Portal. Bevor ich aber gehe, eure Leistungen in diesem Semester waren nicht übel. Ich sag mal, 2 minus mit noch reichlich Luft nach oben. Ich hasse Abschiede. Aha. Aber... Ich bin wieder in Paradox City. Aber zu welcher Zeit? Oh nein, zur Hochzeit. Sie hat bereits angefangen. Kann man jetzt noch rein? Nein. Okay, wir müssen... Kann man die Hochzeit... Da kann man nicht mehr rein. Wir müssen die Hochzeit aufhalten. Oh Gott. Stopp die Hochzeit! Rufus, was tust du hier? Ich hol mir mein Mädchen zurück. Das ist doch dein Mädchen also? Was genau macht mich denn zu deinem Mädchen, ha? Huh? Dass du mich hier hast sitzen lassen? Dass du dann für mehrere Jahre verschwunden bist? Dachtest du wirklich, ich würde hier rumsitzen und auf dich warten? Meine Fresse, wir kennen uns gerade mal einen Tag. Ich kenne dich schon viel länger. Einen Scheiß kennst du. Du meinst die andere Goal. Und auch die hast du sitzen lassen. Sie hat mir alles erzählt. Mag sein, dass ihr damals eine tolle Zeit hattet. Aber ich bin nicht sie. Meine Güte, du bist ja eifersüchtig. Was? Du verdammter... Goal, warte! Bravo, gut gemacht. Ich dachte, wir sind Freunde. Mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Außerdem habe ich die Sache hier voll im Griff. Lass mich einfach mit ihr reden, okay? Aber beeil dich. Die Met-Torte wird bereits kalt.
Oh, eine Mett-Torte. Ich will auch eine Mett-Torte. Roku. Manchmal überspringt es sogar mehrere Generationen. Lass mich einfach mit ihr reden. Hm. Aber die Mett... Mett-Torte. Okay, mit den anderen können wir nichts machen. Da drüben ist noch Vince. Oh, weia. Ach, Göhlchen, Mann. Das ist nicht ihr Partygesicht, so viel steht fest. Haben wir vielleicht irgendwas zum Aufmuntern? Erstmal eine coole Brille aufsetzen, dann machen wir einen besseren Eindruck. Aha, ich sehe Potenzial. Wo denn? Ich sehe das gerade nicht. Keine Ahnung, wo er das gesehen hat. Ach, da in der Garage. Okay, aber erstmal hier. Oh, oh. Du, Goal. Hau ab, kapier endlich. Es ist zu spät für uns. Hä? Nein, das hast du falsch mitgekriegt. Die Trauung wurde nicht vollzogen. Alles ist gut. Sag mal, hast du einen an der Waffel? Ich weiß ja, du bist schwer von Begriff. Darum spreche ich ganz langsam, okay? Ich wohne seit über 2 Jahren in Paradox City. Dich kenne ich gerade mal einen Tag. Das hier ist jetzt mein Zuhause. Aber das geht doch nicht. Wenn die Zeit wieder läuft, wird es diesen Ort nicht mal mehr geben. Das ist mir egal. Okay. Ich verstehe langsam, was hier los ist. Du bist sauer, weil ich dich allein gelassen habe. Aber schau doch, es hat sich gelohnt. Was soll das sein? Tachyonenpfeile. Damit kann man Portale öffnen. Wir können endlich aus dieser Todesfalle hier entkommen. Was zum... Du hast es echt nicht verstanden, oder? Ich werde heiraten. Ich brauche keine bescheuerten... Goal, nicht! Hier gibt es... Portale. Upsi! Na, mal gucken, wo wir jetzt wieder rauskommen. Goal, halte durch. Ich bin schon unterwegs. Aber das ist ja immer noch die Sau. Oh, ausgerechnet hier. Hey da, wo ist das Timepod? Och nö, wie sollen wir denn jetzt je wieder zurückkommen? Tja, das ist die Frage. Das ist die Frage. Da können wir nicht rum hier ein bisschen... Ja, Rumzü, Tandereilen, Tandradeilen. So, wir haben die Brille. Erstmal cool aussehen. Yeah. Aha, ich sehe Potenzial. Es gibt 3 verschiedene Löcher. 1 da hinten sogar, da kommen wir durch. Da haben wir noch ein Portalpotenzial. Da müssen wir zur Stadt irgendwie. Stadt, also, weißt du schon. Goal? Das ist nicht ihr Party. Ja, hallo, Gülchen. Nee. Du, Goal, es tut mir leid. Ich rede nicht mit dir. Aber ich könnte hier ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich sagte, ich rede nicht mit dir. Ja, aber... Dann müssen wir eben schweigend einen Weg zurück in die Zwischenzeit finden. Hm? Wer spricht da? Ja, aber... Du, Goal, es tut mir leid. Ich rede nicht mit dir. Ja, aber... Ich könnte hier ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich sagte, ich rede nicht mit dir. Manno, na gut, Moment. Hm? Kannst du meiner Braut ausrichten, dass ich hier ein bisschen Hilfe gut gebrauchen könnte? Kannst du diesem Landstreicher ausrichten, dass ich nicht seine Braut bin? Nur das macht ihr 2 Turteltauben mal besser unter euch. Kannst du meiner Braut... Kannst du... Nur das macht ihr 2 Turteltauben mal besser unter euch. Ach, ist das schön. Okay. Na gut, tja. Wir müssen hier irgendwie 3 Löcher bedienen. Ich weiß noch nicht genau, wie wir da hinkommen. Ich gehe mal zum Berg. So, hier oben, das ist das Geschmeidigste, ne? Da kommen wir easy hin. Natürlich erstmal Tachyonenarmbrust hier einmal durch. Ab durchs Portalpotenzial. Hallo? Er muss also genau davor stehen. Mal gucken, wo er jetzt durchkommt. Hier geht es weiter, aber ich gehe nicht ohne Goal. Weiß, wen sie sonst noch alles heiratet. Okay, wir müssen Goal Bescheid sagen. Göhlchen. Gute Neuigkeiten. Ich habe einen Weg hier rausgefunden. Hat da jemand was gesagt? Ich sehe gar niemanden. Oh, jetzt hör doch mit dem Babykram auf. Wir können zurück in die Zwischenzeit. Das muss doch auch in deinem Sinne sein. Ach, Monsieur Wedding Crasher will mir erklären, was in meinem Sinne ist? Goal, ich bin untröstlich. Ich wollte doch nicht, dass wir hier landen. Auch wenn die Entführung der Braut genau genommen zu den traditionellen Aufgaben eines Trauzeugen gehört. Ich weiß doch, dass du diese Dinge nicht mit Absicht machst.
Und dass wir hier festsitzen, habe ich selber verbockt. Aber für einen Zeitreisenden ist dein Timing echt unterste Schublade. Während du fort warst, hat mir die alte Goal viel von dir erzählt. Sie sagte, dass du zurückkommen würdest und dass ich Geduld haben soll. Sie sagt, du hättest ihr beigebracht, niemals die Hoffnung aufzugeben. Aber alles, was ich dachte, war, dass ich nicht so enden will wie sie. Zweimal bist du einfach aus ihrem Leben verschwunden. Aber immer, wenn sie gerade akzeptiert hat, dass du nicht zurückkommst, tauchst du doch wieder auf. Wie soll man denn damit umgehen? Ist das so eine Masche von dir? Und jetzt ziehst du die gleiche Chose bei mir ab. Das macht also insgesamt schon drei. Und deswegen willst du jetzt lieber in der Wüste versauern? Na komm schon. Sagt man nicht, alle guten Dinge sind vier? Oh weh. Puh, die hat ja wirklich eine Scheißlaune. Na, ist doch gut. Hier in der Wüste haben wir ein Sprichwort. Das Schwierige an der Kokosnussernte ist, die Frau auf die Palme zu bringen. Den Rest erledigt die Schwerkraft. Na, echt jetzt? Wenn das so ist, habe ich echt einen Lauf. Man nennt ihn Rufus. Man nennt ihn Rufus. Rufus. Ich würde mich an deiner Stelle beeilen. Wer weiß, wie viel Zeit jetzt da in diesem Portal vergangen ist. Erkennst du mich denn nicht? Ich bin's. Goal. Nie gehört. Aber ich kann dich ohnehin nicht reinlassen. Befehl ist Befehl. Das ist doch... Probleme? Goku will die Brücke nicht runterlassen. Dann hat er dich in dieser Zeit offenbar noch nicht kennengelernt. Keine Sorge, das wird er gleich. Ist wohl doch nicht so toll, der Typ, was? Ich scheine ein Händchen für Idioten zu haben. Stimmt. Erst Cletus, dann er hier. Du suchst dir wirklich mit großer Treffsicherheit die größten Napfsülzen aus. So, ach, das Fleisch ist hier aber auch weg, komischerweise. Noch da? Jetzt bist du sicher dankbar, dass ich deine Hochzeit habe platzen lassen, richtig? Überspann den Bogen nicht. Jetzt bist du... Überspann... Okay, na gut. Folgendes. Können wir mit erstmal dies hier, 4D-Brille. So, mal kurz Lage checken. Aha, ich sehe Potenzial. Aber nur das eine Portal. Richtig. Die Tonne ist zufälligerweise auch weg. So ein Zufall. Rocco, mein Guter. Ach, da ist uns Männergeschmack ist echt das Letzte. Eine Flitzpiepe nach der anderen. Da ist ja doch noch ein Portal. Aber erstmal. Hey, Rocco, lass uns rein. Wow, das ist dein Plan? Psst, ich würde ja gerne. Aber ihr steht mitten im Fuelock-Gebiet. Wenn ich die Zugbrücke runterlasse, könnte das eine Invasion zur Folge haben. Ach so, na dann. Ich glaube, er will uns wirklich nicht reinlassen. Gut, dass du es nochmal versucht hast. Na gut, ich geh mal hier oben hin. Hier so, ne, ganz kurz mal gucken. Und dann haben wir hier nochmal ein Tachyonen-Gedüse. Hey, was tust du da? Ich falte mir einen vierdimensionalen Kalender aus Recyclingpapier. Das sieht mir eher so aus, als würdest du versuchen, das Portal zu öffnen. Tja, offene Portale sind das Januar-Motiv, du Blitzmerker. Das geht nicht. Das ist ein Elysium-Portal. Da kommen die Fuelocks her. Dann versuch doch, mich aufzuhalten. Bin gespannt, wie du das anstellst, ohne das Tor zu öffnen. Ich wäre verpflichtet zu schießen. Oder willst du mich etwa, was hast du gesagt? Ernsthaft? Du würdest eher auf uns schießen, als uns reinzulassen? Ich mache die Regeln nicht. Ich befolge sie nur. Dann mach dich mal auf etwas gefasst, Freundchen. Ich bin nämlich mit demjenigen unterwegs, der sie bricht. Selbst wenn das bedeutet, dass man ihn über den Haufen schießt. Ist es nicht so, Rufus? Genau. Also hier. Verlockend. Aber irgendwie bezweifle ich, dass das meine Chancen bei Goal verbessern würde. Na gut, vielleicht den Hebel? Können wir nicht abschießen. Hier. Ich glaube, hier brauche ich einen Plan. Am besten einen, bei dem ich nicht über den Haufen geschossen werde. Ich sollte mit Goal darüber reden. Okay. Übrigens. Nur mal so aus Prinzip. Wir sollten mit Goal darüber reden. Wenn er das so sagt, dann probieren wir es mal. Und? Hast du schon eine Idee, wie wir an ihm vorbeikommen? Hm? Hier oben, Rufus. Oh, Entschuldigung. Mir ist tatsächlich gerade eine Idee gekommen. Wir könnten... Bitte was? Hey, was flüstert ihr da? Und dann... Wer flüstert, der lügt. Und das war's. Denkst du, du kannst das? Na klar. Warum denn nicht? Na los, in Position, Soldat. Echt jetzt? Na gut, ich gebe dir das Signal, wenn ich soweit bin.
Ich was? Ich ja, genau. Das wollte ich nämlich gerade machen. Habe ich gerade überlegt, das mache ich jetzt auf jeden Fall. Goal! Jetzt! Was? Was zum... Oh. Was? Oh. Was ist denn... Was? Was? Was ist denn... Was ist jetzt? Ist das Portal schon offen? Einen Augenblick noch. Was? Okay, jetzt. Nein, stopp! Oh oh, und da sind die Fuel-Locks? Ha, jetzt sind wir doch zusammen auf Elysium. Tja, das sind wir wohl. Aber... Hier sollte es eine Menge anderer Portale geben. Können wir nicht einfach hier bleiben? Aber Gold, das hatten wir doch schon. Anfangs habe ich ja auch gedacht, dass das eine gute Idee ist. Aber wer rettet die Welt, wenn nicht wir? Das ist unfair. Warum darf es uns nicht gut gehen? Gold? Probleme, Gefahren. Es ist fast so, als würde uns jemand beobachten und... Gold! Oh oh. Ne. Ronny, ne. Bist du etwa für die ganzen Fuel-Locks verantwortlich? Sind sie nicht super und viel effektiver als die alten Robo-Bediensteten? Zumindest werden sie häufiger nachgefragt. Besonders beliebt ist das Sicherheitspersonal. Jeden Morgen dasselbe. Kaum habe ich den ersten Fuel-Lock losgeschickt, gehen überall die Sirenen. Sicherheitsalarm! Sicherheitsalarm! Haha! Sie können gar nicht genug von ihnen bekommen. Ronny, du musst damit aufhören. Die Fuel-Locks sind keine Sicherheitskräfte, sondern die Sicherheitslücke. Das ist ja das Schöne. Die Leute lieben das. Streicheltiere und Kartbahnen. Pah, die Leute wollen Dramatik. Action. Jeden Tag ein neues Armageddon. Und dank dieser Zeitschleifenkiste gibt's all das vollkommen ohne Konsequenzen. Na? Wie findet ihr mein neues Unterhaltungsangebot? Oh, der Ronny, Alter. Das ist echt, ja, der ist wirklich 1:1 wie Mickey Maus. Du bist verrückt, Ronny. Mag sein. Verrückt nach Spaß. Das hier ist aber kein Spaß, Ronny. Das ist bitterster Ernst. Wie kann es ernst sein, wenn es keine Konsequenzen hat? Weil Konsequenzen wichtig sind. Ohne Konsequenzen ist einfach alles nur sinnlos. Papalapups! Spaß ist immer sinnlos. Du irrst dich. Das Gegenteil ist der Fall. Und ich glaube, ihr wisst einfach nicht, wie man richtig Spaß hat. Solange ich hier den Hut aufhabe, wird das Abenteuer niemals enden. Ist Deponia 4 nicht letzten Endes auch die Konsequenz daraus, dass alle mit dem Ende von Deponia 3 unzufrieden waren und unbedingt noch nach mehr geschrien haben? Und das hier ist jetzt die Konsequenz daraus. Und diese Konsequenz ist wohl wichtig, wie es aussieht. Ich glaube, das soll uns allen eine kleine Lektion erteilen. Da bin ich gespannt. Was hast du mit uns vor, Ronny? Na, ihr seid natürlich Ehrengäste auf meiner Party. Immerhin warst du es ja, der mir beigebracht hat, wie man Fuel-Locks herstellt und der mit dem Aluhut meine Sicherheitsprotokolle außer Kraft gesetzt hat. Rufus? Es war notwendig. Wozu war es denn bitte notwendig, eine Rasse aus Killerwesen zu erschaffen? Ach, ich kann mich jetzt nicht mehr an alle Einzelheiten erinnern. Aber zum nämlichen Zeitpunkt war es das Gebot der Stunde. Ist es denn so wichtig, wie es passiert ist? Genießt es doch einfach. Ihr könnt jeden Morgen wieder anfangen, meinen Fuel-Locks zu entkommen. Solange ich hier den Hut aufhabe, wird das Abenteuer niemals enden. Der Hut. Der Hut. Übrigens. Du trägst aber keinen Hut, Ronny. Putzschnitzel, du hast recht. Warte, das muss ich sofort korrigieren. So ist es besser. Dein Hut ist dämlich, Ronny. Ich weiß. Aber versuch du mal, einen Hut zu falten, wenn du Blätter statt Händen hast. Nicht einmal Papierflieger kriege ich richtig hin. Hui! Au! Oh, okay.
Sorry. Das Spiel ist für heute sowieso fast rum. Nicht mehr lange, dann geht es wieder. Wiku, wiku, wiku. Ihr könnt mir gerne ein bisschen Gesellschaft leisten, während wir hier auf den Zeitsprung warten. Ich spiele euch dabei den neuen Song vor, den ich geschrieben habe. Oh. Deine Fingernägel einzeln aus den darf ich? Nagelbetten rauszuziehen. Ja, ich glaube, das war jetzt lustig genug. Autsch. War ja klar. 50 Jahre Herz Magazine. Die besten Hüte aus 5 Jahrzehnten. Na, wenn das kein trauriger Zufall ist. Na los, lies vor. Was für Hüte haben es auf die Spitzenplätze geschafft? Auf Platz 1 ist die Melone, Obsthüte auf dem dritten, auf Platz 2 Sombreros den dritten, Aluhüte auf dem guten vierten, als letztes ein Warnhütchen vertreten.